Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hexit, wieder einmal im Geschehen. Und ja, und heute haben wir wieder was anderes vor als letztes Mal. Ich war noch, warte mal, die Musik geht mir auf den Sack. Ist auch viel besser. Ich war letztes Mal noch auf Wither Skelett Jagd und ich habe nur diese scheiß Hitznamenspinnen gefunden. Das war leider schade, aber egal. Dann können wir den Wither halt noch nicht besiegen. Ich werde mal gucken, wann ich das irgendwie hinkriege, die zu besiegen oder so. Aber jetzt haben wir etwas Lustiges vor, denn in der Welt gibt es auch Katzen. Und ja, wir haben auf normal, ja gut, auf schwer kann man wieder machen. In der normalen Welt ist es okay, aber im Nether sollte man wirklich auf einfach oder so machen. So, und wir wollen nämlich heute was Lustiges machen, was mit More Creatures zu tun hat. Da gehen wir mal auf Mo. Da finden wir schon alles. Die Zebra-Record, ich hoffe, das können wir auch mal abspielen. Ja, die Skorpionsrüstung, die ist auch ziemlich genial. Oder hier mit den Skorpions-Dingern, die sind so echt ziemlich stark. Silberskelett-Schwert bekommt man auch, das ist eigentlich auch relativ stark. Nunchaku, Sai, Bo und Katana, die gibt es leider noch nicht, aber das Shark Sword gibt's. Aber wir wollen ein Kitty-Bett machen. Und man kann es ja mit einer x-beliebigen Wolle machen, dafür brauchen wir Holz, Eisen und Wolle. Wir dürften hier noch Tannenbaumstammplanken oder wie so ein Schwachsinn. Ja, die Fishbowls, die sind ein bisschen verbuggt, hat er gesagt. Deswegen nicht so toll. Gut, Eisenbarren brauchen wir noch. Ja, da gucken wir eher weniger, sondern hier. Und eine Wolle brauchen wir. Aber was wollen wir bloß für ein Bett haben? Ich finde, es geht mit Weiß, geht's auch. Wenn es denn geht. Nein, weiße Wolle geht da nicht. Wir müssen mal gucken, wir können es mit Black Kitty Bett. Geht's auch mit irgendeiner anderen Wolle? Also mit Weiß geht's auf jeden Fall nicht, wir können ja mal ausprobieren. Geht es vielleicht, haben wir Farbstoff oder sowas? Haben wir Farbstoff? Wir haben keinen Farbstoff. Ah, wir haben einen Tintensack, damit können wir die Wolle schwarz machen und da muss es klappen. Pfeil, genau. Tannenbaumplanken gehen nicht. Na, super toll. Ist ja gelohnt, dass wir das genommen haben. Dann müssen wir das hier verwenden. So, wir brauchen eh mal wieder ein bisschen Holz. Bräuchten wir wieder mal ein bisschen. Ach, stimmt ja, wir haben noch genug Holz. Jetzt müsste es aber passen hier mit dem. Alles schön, survival-friendly, perfekt. Und das Katzenbett. Wir bauen am besten noch was Schönes für die Katze. Alles für die Katze. Oh Mann, ey. Ich würde vorschlagen, das machen wir hier hin. So. Das kann hier hin. Perfekt. Und hier machen wir so ein ganz kleines Häuschen hin. Ich denke mal, aus weißer Wolle kommt der Boden. Und sonst haben wir echt eine breite Auswahl an Sortiment hier, was wir hier alles nehmen können. Rissiger Sand, wir haben noch so viele Quarzblöcke. Ich denke mal, mit Mangrovenholz wird das so verkleidet. Und der Rest kommt. Ghostwood hatten wir schon. Ich glaube, mit Tannen. Tannen und Mangroven, das könnte doch passen. Haben wir Tannen schon da verwendet? Ja, haben wir, aber das passt ja dann auf, wenn wir es dann, wenn wir bauen, dann machen wir erstmal hier den Boden, keine Ahnung. Hier. Ich denke mal, das ist genug Platz für so eine Katze. Warum ist hier Tainted Soil? Das darf man aber auch keinem sagen. Keine Ahnung. Perfekt. Komm her, Mangrovenholz. So, kommt hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das Mangrovenholz sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und jetzt machen wir es hier schön mit Tannenbaumplanken.
Hier kann die Katze rein. Und hier machen wir so einen Hintereingang, schätze ich mal. So, hier kommt ein Fenster. Perfekt. Und hier können wir das mit einer Falte, glaube ich, machen. Noch eine Wolle. Perfekt. So, jetzt ja, wir dürfen bestimmt noch Glas haben. Und eine Tür bräuchten wir auch noch. Ach komm, warum nicht die Ghostwood Door? Oh Gott, Glas haben wir nur so wenig. Dann lasst uns mal hier 32 hier reinpacken. Zack. Im Dach bekommt das gleich das Ganze auch gleich. Das gleiche vor allem. Oh ja, hier brauchen wir auch noch eine Wolle. Und hier kann die Katze dann immer schön rausgehen, wenn sie möchte. Aber hat auch immer einen Unterschlupf. Und ich denke mal, hier sollten wir auch noch ein Glasblock. Hatten wir nicht einen Glasblock schon? Warte mal. Ja, hatten wir. Perfekt. Schön. Wenn das Ganze noch gleich ein Dach spendiert bekommt, dann sieht das Ganze doch annehmbar aus. So, es wird langsam dunkel. Ja, aber jetzt spawnen auch wieder die normalen Tiere. Das gefällt mir. Mhm, die sind jetzt hier aktuell, die Tiere. Komm, geh schon schlafen. Aber wir haben echt schon viel von unserer Welt erkundet, wenn das mal laden würde. Aha, okay. Echt sehr viel erkundet. Wir müssen aber unbedingt mal mehr in diese Richtung hier gehen, weil die steht noch ziemlich aus. Vor allem, was ist das denn hier? Waren wir hier schon? Alter, was ist denn da los vor allem? Ist ein zugeschnitter Vulkan? Den Vulkan kenne ich hier. Aber den hier nicht. Mal sehen. Komm schon. Gute Nacht. Gut. Vor allem. Wo ist unser Brot hin? Ist abgelegt. Nee, ich scheiße auf. So. Und hier können wir auch schon mal unser Katzenbett reintun. Unsere Katze ist doch schön. Black Kitty Bett. Ja, können wir auf dem Kopf tragen, tut man sie somit. Ach, man kann es schlagen, es ist so doof. Nee, also ich wollte jetzt auch nicht gerade schlagen. Das ist doof, wenn das dann kaputt geht. Zeigen, so, jetzt, ich gebe es ganz offen zu. Wir wollen jetzt das Katzenbett heilen. So, Regeneration, du kannst dich schön regenerieren. Scheiße. Ist so doof. Genau, Static. Man kann es nirgendwo hinschmeißen. Es ist so ein Müll. So, jetzt kann man wieder auf Game Mode S. Was ist so blöd, wenn man das immer so in der Hand hält. Ich denke mal, hier ist es optimal. Ja, so passt es auf jeden Fall. Dass man es einfach nicht wie ein Block platzieren kann, ich weiß auch nicht. Sonderbar, aber egal. Auch brauchen wir ein Katzenklo. Das, ich glaube, das ist einfach nur eine Box mit Sand drin. Ja, ist es. Ah ja, und genau deswegen habe ich die Mehrspieler. Es ist auch so dumm. Aber zum Glück haben sie das behoben in den Inventory Tweaks. Okay, wir haben das schon. Wir brauchen nur einen Sand. Und wir brauchen den ganzen Sand am besten auch. Geht das mit Tannenbaumholz? Nein, das ist ja wunderbar, wie die das gemacht haben. So, die tolle Litterbox, die können wir genauso aufstellen wie das Katzenbett. Das kann man aber so hinsetzen. Es lebt, es führt alles ein Eigenleben, hat alles 10 Herzen, das Zeug. Jetzt brauchen wir aber noch eine kleine Kiste. Die können wir aber aus Tannenbaumholz machen.
Und daran kommt der restliche Sand, weil das Zeugs muss man immer nachfüllen. Es wird echt ein Eigenleben alles hier. So, Sand ist hier schon drin. Und das Dach machen wir am besten auch noch aus diesen einzelnen Stämmen, die wir auch dieses Sequoia-Dingens. Ja, Redwood. Perfekt. So, ja, das wird auch ganz gut aussehen. So. So, ja, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Passt auch wirklich so vom Design her zum anderen Haus. Und da wird dann unsere Katze drin wohnen. Sofern wir denn mal eine finden. Ja, jetzt dürfte eigentlich passen. Jetzt haben wir auch gekochten Fisch. Den müssen wir den Katzen vorwerfen, damit die keine Angst mehr haben. Und dann brauchen wir übrigens auch noch was anderes. Aber erstmal das Zeug alles wegwerfen. Erde passt da nicht rein, aber Mangrovenholz. So, jetzt hat die Katze eigentlich alles, was man braucht, außer Katzenfutter. Und Katzenfutter macht man... da. Roher Fisch, rohes Schweinefleisch. Und das geht wirklich mit keinen anderen Sachen. Es ist einfach das einzige Rezept. Rohes Schweinefleisch sollte man eigentlich genug haben. Oh, das ist sehr genug hier, die drei. Da müssen wir mal ein Schwein abmuxen mit dem Schwert. Einfach ohne Verbrennung. Und angeln müssen wir dann nochmal ein bisschen. Da hinten sind Schweine. Hier vorne auch eins. Oh, das geht einfach mit einem Schlag. Alter, 26 mit einem kritischen Treffer. Das ist besser als unser Giant Sword. Schon heftig, echt. So, 10, das dürfte reichen. Jetzt brauchen wir nur noch eine Angel, die habe ich aber noch in petto. Alter, was machen die denn da oben? Tschüss. Das passiert mit dir auch, wenn du noch weiter so doof guckst. Ich gebe dir 3 Sekunden. Wenn du da nicht weg bist, war's das für dich. 3. Ja, ja. 3, 2, 1. Tschüss. Es wollte es so. Nein. Die blöde Ziege möchte gerne die Feder fressen, denn Ziegen fressen alles. Auch noch feindimmun sein. Tschüss. Meine Güte. Die Ziegen, die fressen selbst Diamanten oder, keine Ahnung, Eisenstiefel. Hideplate, ja, das können wir auch gerne machen. Und hier müsste auch noch eine Angel sein. Sonne sagt noch okay. Oh Mann, die Tiere hier überall. Ich angel euch, ihr Ziegen. Nein, du bist böse. Perfekt. Ja, zum Beispiel auch wenn man hier die männlichen Ziegen melken möchte, was natürlich nicht geht, dann werden die auch ziemlich bockig, die Viecher. Das ist also... Denen ist nicht zu spaßen. Och komm, das hätte jetzt immer eben gehen können. Was ist denn das für eine Musik? Das für ein Musik. Was ist das für ein Deutsch? Das passt sogar, schade. Mist aber auch. Emily walks away. Diese Tragik.
Wenn sie wiederkommt, ist gar nicht so schlimm. So, nee, konzentrieren wir uns mal aufs Angeln, weil das so spannend und komplex ist. In einem 7 ist es aber schön. In einem 7 ist es aber schon besser. Das macht die Schlange da unter Wasser. Oh Mann, ist das dumm. Jetzt Angel. Jetzt Angel. Fische sind doch das Dümmste, so als Nahrung oder so. Komm doch jetzt Angel und ihr habt Ponko getötet. Ihr Scheißviech, aber du bist ein blauer Delfin. Du wirst gerade noch toleriert. Obwohl deine andere Sippschaft, die pinken Delfine, die haben schon eher Ponko getötet. Ah. Wenn ich verstehe, was ich meine, muss ich definitiv Staffel 1 von meinem Micro-Let's Play gucken. Einfach mal auf meinem Kanal in die Playlist, in verschiedene Playlists schauen. Da ist die Katze! Zähmungsaktion. Alter, das ist aber ein fetter Fisch. Jetzt zappelt auch so bescheuert. Ah, dankeschön. Hier. Der hat den Fisch gefressen. Ja. Die Katze wird also nicht mehr despawnen. Und das ist genau die Fellfarbe, die ich wollte. Hoffentlich stürzt sie sich jetzt nicht in Gefahren oder ertrinkt. Das mögen nämlich auch gerne ertrinken, wenn sie auf der Jagd nach Fischen sind. So, jetzt erstmal Katzenfutter machen. 16 Stück, das dürfte erstmal reichen. Dann brauchen wir jetzt ein Medaillon. Wo sehen wir das? Nee, Katze, brauchen wir keine Rope. Ich sehe gar kein Medaillon. Ja, hier ist das Medaillon. Wir brauchen keins mit Diamanten, das ist nur für ausgewachsene Großkatzen. 2 Leder, 1 Gold. Wir haben 2 Leder. Brauchen 1 Gold. Und dann können wir unsere Katze zähmen. Und unsere Katze wird... So, und zähmen. Choose your pet's name. Ich denke mal, Kunibert. So ein scheiß Name. Kunibert wurde gezähmt. Kunibert sagt, ich will essen. Und wir tragen sie gerade... Ich klammer sie an unseren Kopf fest. Oh ne, Kunibert soll nicht ins Twilight Forest Portal. Das müssen wir auch nochmal absichern. So, Kunibert. Du freust dich. Und Kunibert hat Hunger, sagt es. Kunibert kann ja immer raus, aber... Gut, das machen wir dann mit einem Zaun. Aber erstmal provisorisch, dass es über die Nacht nicht... Dass er nicht abhaut. Kunibert sagt, er hat Hunger, aber er kann ja gerne immer wieder reingehen, wenn er möchte. So ein scheiß Name. Aber gut. Gut, ja, schlafen. Wie wär's denn mal? Dankeschön. Danke. Man muss ja freundlich sein zum Bett. So, ein bisschen spackig die Blume, aber egal. So, da ist Kunibert. Zaun direkt mitnehmen. Dann müssen wir uns im Zaun halten. Nein, am besten auch noch ein Zauntor, weil wir da auch reinkommen möchten. Ja, Kunibert geht's gut. Nein, da wollen wir keins. Verdammte Scheiße, ich hasse dieses Gras. Nein, Kunibert, das Twilight-Portal ist sehr böse für dich. Ich frag mich, ob wir dich jeder wieder rausbekommen würden. Gut, das war nicht komplett 100% fehlerfrei, aber egal. Das können wir alles noch ausbessern. Ja, das war einfach ein zu viel hier. So, perfekt. Jetzt... Läuft doch keiner mehr Gefahr, da einfach reinzufahren, oder... reinzulaufen, eher. Ja, Kunibert geht's gut. Was wir Kunibert noch bauen können, ist ein Wollknäuel. Bullball aus 4x Farben. Das
können wir so als Outdoor-Spielgerät mal nehmen. Kunibert sagt Baum. Okay, dann ein Baum ist natürlich auch... Die brauchen immer einen Baum in der Nähe. Ist natürlich auch noch eine Sache. Ah ja, den haben wir bestimmt hier unten. Wir bauen einfach einen Eichenbaum, sonst wird's nicht erkannt, glaube ich. Ja, Eichensesseling, perfekt. Wir haben ja sogar hier 42, die bieten sich eher an. Und vor dem Wollball, da brauchen wir erstmal noch ein bisschen Knochenmehl. Perfekt. So, Kunibert, wir machen dir hier einen Baum. Okay, Kunibert scheint seinen Baum zu lieben. Sollte man das nicht einfach hinwerfen oder sollte man mit Rechtsklick auf? Ja, mit Rechtsklick. Ah, das ist klasse, ne? Ein Wollknoll. Oh. Nein, Kunibert, Höhlen sind nichts für dich. Du hast Hunger, hast du gesagt. Immer dieses Gras. Ja. Wir nehmen Kunibert wieder zurück. So, perfekt. Ist das Futter denn noch da? Ja, das Futter ist noch da. Wenn er Hunger hat, der weiß ja... Okay, wenn Kunibert auch Hunger hat, dann kann er sich's auch jagen. Oh, fuck. Nein. Oh, Mann. Du bringst dich noch selbst um, Kunibert. Nicht vielleicht an der Made, aber... Kunibert, ich trage dich mal wieder rein. Nee, du kommst hier schön rein. Ja, genau. Oh Gott, das ist schon die Hälfte des Lebens verloren. Ich glaub's kaum. Naja, wenn er Hunger haben sollte, sollte er eigentlich das Ding erreichen können. Ja, genau. So. Gut, ja, da haben wir aber erstmal etwas Lustiges gemacht und ich habe das ganze vollgemüllte Inventar. Hörst du, wie was loswerden? Na geil, gut, aber dann haben wir auf jeden Fall ein relativ idyllisches Plätzchen geschaffen und das Ganze sieht auch ein bisschen schöner aus. Natürlich müssen da noch Kieswege hinkommen, wenn wir das schön machen wollen. Ja, und jetzt haben wir ein Zuhause und erstmal eine Katze auch bekommen. Und bald können wir ja nochmal andere Tiere holen. Zum Beispiel einen Haushasen oder was weiß ich was. Wir werden mal gucken. Gut, ihr könnt mir auch schreiben, was ich als nächstes machen soll. Das werde ich dann auch wahrnehmen und dann werde ich auch wieder aufnehmen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.